Familiensportsonntag im Sportzentrum Siemensstadt. Bedeutet Spiel, Spaß und natürlich eine Menge Sport. Aber es gibt auch zu gratulieren. Die Sportstätte feiert ihr 40-jähriges Bestehen und blickt auf 4 Jahrzehnte voller sportlicher Höchstleistungen, gemeinschaftlichem Engagement und zahlreicher unvergesslicher Momente zurück. In diesem Sportzentrum mit dem SC Siemensstadt als Verein haben wir Sportpionieraufgaben erledigt. Das erste Fitnessstudio eines Sportvereins ist hier entstanden. Immer in der Idee Sport für alle, das ist unser Motto. Doch nicht nur das Sportzentrum hat Grund zum Feiern, sondern auch die deutsche Sportabzeichentour vom DOSB hat ihr 20-jähriges Jubiläum. Außerdem wurde in diesem Jahr der Landessportbund Berlin 75 Jahre alt und wird im Rahmen des Familiensportsonntags ebenfalls gefeiert. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, das sind die Disziplinen, in denen es dann das deutsche Sportabzeichen gibt. Aber auch beim Turnen, Fußball oder Tischtennis kann ein Abzeichen erworben werden. Ich habe heute 2 Goldabzeichen gemacht, einmal beim Weitsprung und einmal beim Turnen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und genauso wie das Sportzentrum entwickelt sich auch die deutsche Sportabzeichentour immer weiter. Neu für die Erwachsenen in diesem Jahr ist der erweiterte Leistungskatalog in der Kategorie Kraft. Dazu gehören nun Liegestützen, Crunches, aber auch Beugestützen und Klimmzüge. Wir haben uns jetzt erstmal für die Kraft entschlossen, so als Einstieg, um vielleicht junge Erwachsene dazu zu bekommen, eben über diese relativ einfachen Übungen sich dann doch vielleicht für den ein oder andere Sportart dann zu begeistern oder das schön zu vermischen. Menschen mit und ohne Behinderung können sich ausprobieren oder gleich das Sportabzeichen ablegen. Kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung. Sport für alle eben. Anlässlich des Jubiläums sind auch viele Mitglieder des SC Siemensstadt in die Sportschuhe geschlüpft, um ihr Sportabzeichen abzulegen. Es ist schon nochmal was anderes. Auf einmal auf der Bahn, dann gibt es einen Zeitnehmer. Das ist nochmal so ein Wettkampffeeling, auch wenn er nur mit sich selber ist. Aber es sport nochmal ein. Zusätzlich zu den zahlreichen Sportangeboten gibt es am Familiensonntag auch ein großes Rahmenprogramm mit Mitmachangeboten für Jung und Alt. Und der Abnahme des Tanzsternchens, dem Tanzabzeichen des Landestanzsportverbandes Berlin. Dazu gibt es Team-Challenges für die ganze Familie mit tollen Preisen. Und als besonderer Ehrengast hat sich das offizielle Maskottchen der Fußball-EM 2024, Albert, angekündigt. Für alle ist also das Passende dabei. Mir hat es auch mit dem Trampolin Spaß gemacht, weil man so hoch springen konnte und man konnte coole Tricks machen. Schon für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene kann das deutsche Sportabzeichen an diesem Wochenende ausgestellt werden. Sport und Spaß vereint mit der Familie. Was könnte es Schöneres an einem Sonntagnachmittag geben?